Hallo und herzlich willkommen hier zum Start eines neuen Projekts, und zwar zum Thema Fahrraddiebstahl. Ich weiß, mein letztes Video ist schon ungefähr 1,5 Jahre her, aber dadurch, dass immer wieder Leute irgendwie Kommentare schreiben oder halt Tatsache, die Videos relativ häufig geschaut werden, dachte ich mir, jetzt habe ich endlich dieses Jahr wieder Zeit und möchte mit euch ein altes Projekt von mir wiederbeleben. Kurze Geschichte dazu: Die Polizei Berlin hat vor 1,5 oder 2 Jahren mittlerweile an der Open Data Berlin Initiative teilgenommen und Daten zu Fahrraddiebstählen innerhalb Berlins veröffentlicht und veröffentlicht sie jeden Tag um 12 Uhr mit den aktuellsten Daten. Diese Daten habe ich mir angeguckt und einfach so ein kleines Visualisierungsportal gebastelt, das, was ihr gerade seht. Das war schon mal auch Open Source, beziehungsweise ist Open Source. Es gibt ein altes Repository Fahrrad, Diebstahl-Berlin auf meinem GitHub-Account, verlinke ich auch, könnt ihr euch angucken. Ich habe auch die URL mir gesichert, fahrraddiebstahl-berlin.de. Wenn ihr jetzt gerade dort drauf geht, seht ihr aber, dass der Server nicht erreichbar ist, weil ich beim Hosting-Anbieter gerade wechsle und so weiter und so fort. Was will ich jetzt eigentlich in diesem Projekt? Ich möchte quasi die Fahrraddiebstahlseite neu aufsetzen und euch mitnehmen. Von einem neuen GitHub-Repository quasi neu starten, refactoren, viele Sachen, die ich über die letzten 2 Jahre gelernt habe, neu mit reinbringen. Und euch quasi einmal durchführen durch den Prozess, wie ich zurzeit mein GitHub-Repository organisiere, dann halt die Sachen programmiere und aber auch am Ende wirklich auf den Server bringe, sodass am Ende unter www.fahrraddiebstahl-berlin.de diese Anwendung dann wieder läuft, hochgefahren ist mit verbesserten Funktionen und ja, neuester Technik, neuesten Versionen von allen. Das heißt, ich werde weniger genau wie in den Tutorials, die ihr irgendwie von mir kennt von der letzten Playlist, weniger genau wirklich Zeile für Zeile durchgehen, als vieles vom alten Repository kopieren, dann natürlich auch die Zeilen erklären, aber wenn ihr speziellere Fragen habt, bitte schreibt mir in die Kommentare, ich beantworte sie dann schriftlich, damit wir einfach relativ zügig vorankommen. Ansonsten zeige ich euch hier ganz kurz auf meinem Development-Server, also auf der lokalen Instanz, worum es hier geht. Wir haben hier eine GeoJSON-Datei im Hintergrund, die quasi Berlin aufteilt, und ihr seht dann oben rechts, wie viele Diebstähle passiert sind. Ich habe gerade den Zeitraum insgesamt, also es ist, glaube ich, hier die Daten von 2021, und ihr seht zum Beispiel hier im Gebiet Zentrum wurden fast 3200 Fahrräder geklaut, wenn man hier oben geht, grüner Norden 462 bis 62. Es gibt verschiedene Detailgrade, wie man sich diese Karte aufteilen kann. Diese Aufteilungen kommen von den Daten der Polizei Berlin. Ich habe keine Ahnung, wie das vonstatten geht, aber ja, so sieht halt die Aufteilung aus. Wir können auch filtern nach verschiedenen Daten. Dann in der ursprünglichen Fassung hatten wir auch einen Twitter-Bot, der quasi dann immer getweetet hat, wenn die Daten von um 12 Uhr hochgeladen wurden: Hey, gestern wurden euch so und so viele Fahrräder geklaut auf Twitter. Auch den möchte ich wieder beleben und noch ein bisschen schicker machen. Ansonsten kann man hier die verschiedenen Daten quasi einfach visualisieren. Also Fahrraddiebstähle oder Keller- und Bodeneinbrüche kann man sich anschauen lassen. Wir haben den Erfassungsgrund. Insgesamt gibt es einfache Diebstähle aus Keller und Boden, sonstige schwere Diebstähle und so weiter und so fort. Die Schadenshöhe haben wir. Das heißt, hier können wir uns relativ schön saisonal angucken, dass hier, wenn es in Richtung Winter geht, logischerweise weniger Schadenshöhe gemeldet wird. Das heißt einfach, es gibt wirklich weniger Einbrüche, und ihr seht hier diesen Trend. Im Sommer gibt es mehr Einbrüche, im Winter wieder weniger, im Sommer wieder mehr und so weiter und so fort. Genauso seht ihr hier den Trend der Uhrzeit, dass am meisten irgendwie an Schadenshöhe gemeldet wird zwischen 13 und 17 Uhr und nachts halt weniger. Wie genau ich die Schadenshöhe berechne, steht auch hier. Können wir uns dann im Code nochmal angucken. Und wir können uns hier als letztes die Daten angucken. Da ich das jetzt auf meinem Development-Server ist, habe ich jetzt die Daten mir nicht geholt vom letzten Tag, die werden hier angezeigt. Das also nur mal kurz als Zusammenfassung, was ich hier machen will. Ich will euch mitnehmen auf dem Projekt, sozusagen das mal neu zu implementieren, neu zu schreiben, Verbesserungen reinbringen, neue Features, und ihr könnt jederzeit selber gerne auf GitHub PRs, also Pull Requests, erstellen und wirklich mitcoden, und dass dann eure Änderungen auch in den Code auf GitHub kommen, oder ihr seht es halt als Tutorial an und programmiert vielleicht ein bisschen mit nebenbei, stellt Fragen oder schaut euch das einfach nur an. Gut, dann habe ich jetzt, glaube ich, genug erklärt, und lasst uns direkt anfangen. Alles klar, dann lasst uns gleich mal starten. Also zuerst habe ich ein neues Repository erstellt bei GitHub. Hier seht ihr den Vergleich. Hier ist das alte Repository, Fahrraddiebstahl-Berlin. Könnt ihr einfach gucken mit meinem Nutzernamen. Und hier ist das neue Fahrraddiebstahl.
Das heißt, wir wollen diese Web-Applikation umschreiben, verbessern, updaten und noch viele neue Features einbauen, die ich sozusagen vor 2 Jahren, glaube ich, einmal gemacht habe, aber nun quasi wieder Zeit habe und einmal euch begleitend mitnehmen will, wie ich das mache. Und hoffentlich kommen wir irgendwann in so eine Phase, wo ihr auch hier mit dran arbeiten könnt, weil es ja Open Source ist und wir auch die Open Data Initiative der Berliner Polizei damit unterstützen wollen, sodass ihr auch gerne einfach weiterhin dann Features euch wünschen könnt oder halt selbst mitprogrammieren könnt. Das heißt, was habe ich wie gesagt getan? Einfach nur das Repository erstellt mit den drei initialen Dateien. Eine Git-Ignore-Datei. Diese Datei ist dafür da, zu entscheiden, welche Dateien gleich auf unserem lokalen Laptop oder PC dann hochgeladen werden zu GitHub und welche nicht, weil viele temporäre Daten werden ja während des Entwickelns erstellt und nicht alle wollen wir dann auf GitHub haben. Die nächste Datei ist die License-Datei, die ist einfach die Open-Source-Lizenz, die hier verwendet wird und inwiefern man das Projekt teilen darf, verändern darf, etc. Und die README-Datei. Die README-Datei ist quasi einfach nur so ein Aushängeschild des Projekts und in der README-Datei steht genau dieser Text, Fahrraddiebstahl und dann die kurze Beschreibung. Das heißt, das Repository steht schon mal. Jetzt können wir direkt rüber switchen zu PyCharm. Ich verwende gerade PyCharm Professional Edition 2022.3.1. Ist aber vollkommen egal, ob ihr die Professional oder die Community Edition habt. Dann habe ich quasi einfach nur dieses Projekt geöffnet und mit GitHub verknüpft. Und nun seht ihr hier auch diese drei Dateien. Wie ihr seht, hier die README-Datei, der Text, die License-Datei und die Git-Ignore-Datei. Als nächstes wollen wir noch die richtige Python-Version einstellen. Ihr seht hier unten rechts bei in JetBrains-Produkten immer, welcher Interpreter gerade verwendet wird. Das ist Python 3.9. Um jetzt einen neuen Interpreter hinzuzufügen, gehen wir einfach hier rauf, klicken auf Add New Interpreter und dann zu Add Local. Und jetzt die Frage, okay, welche dieser 5 Varianten sollen wir nehmen und warum machen wir das überhaupt? Wir benutzen die erste Variante, die Virtual Environment. Das ist dafür da, dass sozusagen jedes eurer Projekte eine eigene Environment, also eine eigene Python-Umgebung besitzt. Das ist eigentlich gängige Praxis, damit man dann innerhalb des Projekts neuere Pakete, also Bibliotheken installieren kann, ohne dass diese Bibliotheken dann auf eurer Laptop- oder PC-weiten Python-Installation verfügbar sind und dass sich halt Versionen sozusagen nicht in die Quere kommen. Das heißt, es ist eine Art Verschachtelung. Deshalb verwenden wir hier Virtual Environment. Wir lassen es hier auf New. Ihr könnt den Pfad angeben. Ich lasse es hier in dem Pfad, sodass es hier gleich in dem Unterordner Fahrraddiebstahl aufploppt. Und jetzt können wir die Python-Version auswählen. Ich habe davor, vor dem Aufzeichnen dieses Videos, direkt noch Python 3.11 gedownloadet. Einfach auswählen und auf OK klicken. Als nächstes seht ihr, dass die Virtual Environment-Umgebung hier erstellt wird mit vielen Dateien. Das ist gar nicht so wichtig, was da genau passiert, können wir später nochmal erklären. Wichtig ist zu verstehen, dass es direkt gelb angezeigt wird und gelb angezeigte Dateien oder gelb angezeigte Ordner sind immer diese Ordner, die nicht hochgeladen werden zu GitHub. Warum ist das der Fall? Hier ist die Git-Ignore-Datei offen und wir können hier mal runterscrollen und ihr seht irgendwo die Datei VENV, genau, oder hier Environments, das heißt alle Dateien mit .env oder .VENV oder diese Ordner im Projektverzeichnis werden sozusagen nicht hochgeladen. Das ist genau das Verhalten, was wir haben wollen. Dann können wir als nächstes unser Terminal öffnen. Und in unserem Terminal können wir jetzt einmal pip freeze ausführen, um zu gucken, welche pip-Sachen installiert sind. Und wir sehen, okay, es ist noch gar kein pip installiert. Das heißt, wir müssen erstmal diese Environment hier sozusagen aktivieren. Das können wir machen mit source activate und dann venv slash bin slash activate. Das heißt, wir müssen aber das Activate hier vorwegnehmen. Genau, und jetzt seht ihr quasi, dass wir mit unserer Konsole in diese Umgebung reingeswitcht sind. Deshalb steht hier vor dieses VENV. Und jetzt müsste auch pip installiert sein. Genau, also er sagt natürlich, er gibt uns jetzt einen Output, aber es gibt uns zumindest was. Wenn wir jetzt pip freeze ausführen, sehen wir, welche Pakete zurzeit installiert sind. Und wir sehen, dass gar kein Paket installiert ist. Das erste Paket oder die erste Bibliothek, die wir verwenden wollen, ist natürlich Django. Das heißt, wir können pip install Django einmal ausführen und laufen lassen. Dann seht ihr hier, welche Django-Version genommen wird, die 4.1.5 und auch, dass alle möglichen weiteren Bibliotheken, die Django benötigt, zum Beispiel SQL Parse, installiert werden. Gut, wenn wir jetzt erneut pip freeze ausführen, dann sehen wir, okay, diese drei Bibliotheken sind installiert. Auch
Gängige Praxis ist es, den Output von pip-freeze dann in eine Requirements-Datei umzuschreiben. Das macht man mit diesem Befehl, also dieses kleiner gleich oder beziehungsweise größer Gleichzeichen, kann man davon, wie man es lesen will, bedeutet einfach, dass der Output des ersten Befehls in diese Datei geschrieben wird. Das ist, wie gesagt, gängige Praxis. Jetzt habt ihr hier eure Requirements.txt. Ihr seht, dass das PyCharm hier automatisch sozusagen euch anbietet, Plugins zu installieren, weil dieses Naming einfach bekannt ist und wie gesagt, gängige Praxis. Später, wenn wir unsere Applikation auch deployen auf den Server, macht diese Requirements.txt es uns auch sehr einfach, den Server so aufzusetzen, wie wir ihn brauchen. Als letztes fragt uns gerade PyCharm, ob wir diese Datei hinzufügen wollen oder nicht. Und wir gehen hier dann einfach mit Doppelklick rauf, gehen auf Git und dann auf Add. Und jetzt sehen wir, dass, wenn wir hier in unsere Commit-Historie gehen, Requirements hochgeladen werden würde. Ich gebe mal hier ein Initial Commit, Commit and Push auf Push. Jetzt warten wir, bis der Ladebalken hier durch ist. Jetzt sehen wir, es wurde erfolgreich hochgeladen. Und wenn wir jetzt wieder in unser Repository auf GitHub wechseln, die Seite neu laden, sehen wir hier, dass unsere Requirements.txt ebenfalls dort ist und zwar gerade jetzt hochgeladen wurde. Als nächstes wollen wir dann Django wirklich installieren bzw. noch die letzten Projekte erstellen. Wie machen wir das? Dazu habe ich hier einfach mal die Django-Dokumentation geöffnet. Wir können mit dem Befehl hier nochmal prüfen, welche Django-Version wir installiert haben. Da kommt bei uns die Django-Version 4.1.5 raus. Sehr gut, dann scrollen wir ein wenig runter und sehen, okay, das hier ist der Befehl, um ein Projekt zu erstellen. Das heißt, wir kopieren diesen Code, geben ihn hier ein, wohin ich möchte. Mein Projekt mit Core starten, beziehungsweise die Core-App ist die App, die sozusagen die Settings und die URLs und alle weiteren Dateien beinhaltet. Das ist einfach nur meine Naming-Convention für meine Projekte. Ihr könnt aber die Namen so ändern, wie ihr wollt. Was wurde jetzt gemacht? Wir sehen hier, dass einmal der Core-Ordner erstellt wurde, fälschlicherweise innerhalb eines anderen Core-Ordners. Das heißt, wir ziehen diesen hier einfach mal nach oben, machen das Refactoring. Ach, er beschwert sich logischerweise, dass dieser Core hier schon existiert. Das heißt, wir benennen ihn einmal um. Core 1. Jupp, wir wollen ihn umbenennen. Dann schieben wir diesen Core einmal eben nach oben. Können jetzt die letzte Datei hier auch noch einmal rüber schieben in Fahrraddiebstahl. Packen dann diesen Core wieder weg. Und mit ein bisschen Hickhack und hin und her sollte es jetzt passen. Das heißt, wir haben hier unser manage.py. Das ist sozusagen eine Datei, die uns viel beim Managen von Django Applikationen hilft. Und über diese Datei können wir zum Beispiel auch den Server starten oder Migration ausführen und und. Und die Core-App beinhaltet quasi jetzt die wichtigsten Sachen, zum Beispiel die Einstellungen, die Settings, die wurden gerade einfach erstellt. Wir können hier mal kurz durchgehen. Es gibt so eine Art Security Key, den wir im Produktionsserver, auf dem Produktionsserver, wie es hier steht, ändern sollten. Wir haben hier den Flag, ob wir gerade in der Entwicklung sind oder nicht. Das ist auch sehr wichtig, den später zu ändern. Allowed Host wird auch später nochmal wichtig, wenn wir auf den Server gehen. Dann sehen wir hier die installierten Apps. Das sind sowohl unsere Apps als auch die Apps von Drittanbietern oder von dritten Bibliotheken. Hier können wir direkt mal unsere App, die Core-App, hinzufügen. Und ich lasse hier einfach mal ein bisschen Platz, um quasi meine selbstgeschriebenen Apps zu unterscheiden von Django-Apps oder von Drittanbietern. Den Middleware-Part können wir erstmal überspringen. Wir sehen hier die URL-Configs. Dadurch, dass wir es umbenannt hatten, müssen wir jetzt hier auch die Unterstrich-1 wegnehmen und einfach nur Core.urls machen. Also von Python-manage.py. Hier rufen wir quasi das auf. Müssen wir in Core hinein und dann in URLs, um an diese Datei zu kommen. Also an die URLs.py hier. Als nächstes sehen wir Templates. Das sind sozusagen unsere HTML-Dokumente, das können wir auch erstmal alles so lassen. Beim Directory kopiere ich mir mal ganz kurz etwas aus einem anderen Repository von mir. Und zwar nehmen wir da ein Array und packen das hier einmal ein. Das ist jetzt nicht super Django-spezifisch, sondern auch wieder so, wie ich meine Projekte haben möchte. Man kann die HTML-Dokumente entweder quasi auf der obersten Ordnerstruktur innerhalb dieser Fahrraddiebstahl-Sache in einen Ordner namens Templates packen und dort einfach alle HTML-Dokumente sammeln. Ich mag es aber lieber so, dass jedes HTML-Dokument auch in der App sitzt, die quasi für dieses HTML-Dokument verantwortlich ist und in der es aufgerufen wird. Und deshalb nutzen wir hier quasi einfach diese Schreibweise. Das heißt, wir sagen, such
alle Templates, also such nach HTML-Dateien, auch innerhalb unserer App-Directories, deshalb ist hier true. Und jetzt gehen wir hier für die Pfade an. Und unser Base-Directory ist immer Fahrraddiebstahl, also immer das, was auch hier angezeigt wird. Und jetzt müssen wir quasi, um unsere HTML-Dokumente zu gehen, in Core und dann in Templates. Das können wir löschen, wir haben bisher nur eine App. Und dieser rote Kringel heißt einfach, dass wir noch das OS importieren müssen. Können wir hier raufklicken, dann wird hier oben die Zeile Import OS hinzugefügt. Das heißt, das ist fein. Hier wieder die Unterstrich 1 weg. Als Datenbank verwenden wir erstmal SQLite 3. Das ist quasi einfach eine Datenbank in einer einzigen Datei geschrieben. Zur Entwicklung ist es immer sehr hilfreich. Später auf dem Server werden wir dann in eine MySQL-Datenbank wechseln. Das sind Einstellungen zu den Passwortvalidierungen, also Minimum Länge, dass ein Passwort nicht zu häufig oder zu common sein darf, etc. pp. Können wir auch erstmal alles überspringen. Wir werden nämlich nichts innerhalb dieses Projekts mit Authentifizierung machen oder voraussichtlich nicht. Wir wollen den Language Code hier noch anpassen. Das soll der DE sein. Lass mich nochmal hier schnell schauen in einen anderen. In einem anderen Repository, genau, Time Zone, nehmen wir Europe Paris. Use I18 true true time zone false. Okay. Das hier machen wir als false. Wunderbar, das sollte reichen. Als letztes müssen wir hier unten noch die statischen und Mediendateien einmal kopieren. Dazu kopiere ich auch wieder hier die Texte. Ups, das hat nicht geklappt. Noch einmal alles markieren und einmal kopieren. Einfügen. Bitte wundert euch nicht, wenn es euch jetzt ein bisschen schnell geht und ihr noch nicht so viel wisst, was das alles macht. Da gehen wir im Einzelnen nochmal drauf ein. Ganz grob zur Erklärung, was sind statische Dateien? Statische Dateien sind Dateien, die wir selber erzeugt haben und immer wieder vom Server ausgegeben werden, zum Beispiel wie das Logo der Seite oder CSS-Dateien oder JavaScript-Dateien. Also alle Ressourcen, die quasi nicht jetzt programmiertechnisch sind. Und Mediendateien, das sind Dateien, die Nutzer hochladen. Dadurch, dass wir allerdings gar keine Hochladefunktion erstmal planen, fällt mir gerade auf, könnten wir diese Zeilen auch wegnehmen. Das heißt, wir haben nur unsere eigenen Dateien, die wir später dann ausgeben wollen. Gut, soweit zur Settings-Datei. Das sollte angepasst sein und hoffentlich alles funktioniert. Dann können wir als nächstes einfach hier unten reingehen in Python, Manage, Run Server und gucken, ob die Installation funktioniert hat. Wir sehen, jetzt kriegen wir noch einen Fehler. No module named core-1. Das heißt, irgendwo muss noch die Umbenennung nicht funktioniert haben. Hier können wir natürlich auch einfach, auch wenn das nur ein Kommentar ist, ist es natürlich schöner, den Kommentar richtig zu machen. Hier sehen wir noch unterstrich 1, nehmen wir auch noch weg. In den Settings waren wir. Wir gucken in den URLs. In den URLs sieht auch alles in Ordnung aus. Und in der Datei hier. Seht ihr, hier gibt es auch einen Fehler von der Umbenennung. Und genau, jetzt hoffen wir mal, dass das passt. Und es gibt noch immer ein Modul, wo sie sagt uns die Fehlermeldung, wo das sein soll. Ach, hier selbst in der Manage.py. Hier oben. Auch noch weg. Noch einmal ausprobieren. Sehr gut. Jetzt seht ihr, dass der Server gestartet ist. Diese rote Zeile können wir erstmal ignorieren. Das lassen wir erstmal so. Aber ihr seht nochmal, dass die Django-Version stimmt. Welche Settings werden verwendet? Die in core.settings, also in dem Ordner und die Settings, die wir gerade erstellt haben. Und um jetzt auf den Server zuzugreifen, können wir hier einfach raufklicken. Das mache ich mal und ihr seht, dass wir uns jetzt hier quasi im Web befinden, also in meinem Browser. Und wir sehen, dass die Django-Installation erfolgreich war. Ebenfalls mit dem Hinweis, dass die Seite nur sichtbar ist, weil Debug gleich true ist in den Settings. Und der Text hier ist auf Deutsch, weil ich den Language Code in den Settings ja schon geändert habe. Das heißt, hier diese Stelle. Wenn ihr die ganze App auch auf Englisch haben wollt, dann könnt ihr den Language Code natürlich wieder zurückändern. Gut, soweit so gut. Jetzt steht unsere Django-Applikation. Jetzt möchte ich euch ganz kurz noch den Weg zeigen, wie wir jetzt bestimmen können, wie hier eine Seite angezeigt wird. Dazu können wir hier einfach in URLs reingehen. Und ihr seht, in URLs ist hier schon ein Path. Mit Admin Slash. Das probieren wir einfach mal aus. Das heißt, wenn wir hier hinten Admin Slash eingeben, dann seht ihr, okay, die Seite existiert und wir kommen hier in eine Django-Verwaltung hinein. Das ist genau das, was hier passiert. Dadurch, dass wir das Admin-Panel auch erstmal nicht brauchen, kann ich das auskommentieren. Das Problem ist jetzt allerdings, wenn wir hier wieder auf Admin gehen,
gibt's diese Seite nicht, und wir sehen einfach nur, okay, dadurch, dass wir gar keine Wege definiert haben oder gar keine Paths, wird uns immer nur diese Seite angezeigt. Wie schaffen wir es jetzt also, dass unsere eigene Seite angezeigt wird? Dazu nehme ich euch jetzt mal quasi mit, wie der ganze Workflow in Django funktioniert. Das heißt, wir geben hier oben eine URL ein, zum Beispiel ohne irgendeinen Pfad. Wir müssen kurz warten, genau. Dadurch, dass sich hier, sobald ihr quasi in den Dateien was ändert, wird der Server neu gestartet. Und dadurch, dass ich hier gerade fehlerhaften Code geschrieben habe, konnte der Server nicht neu gestartet werden und deshalb nicht verbinden. Das heißt, ich lade die Sache nochmal neu. Genau, und wir sehen jetzt hier, wir haben hier keinen Pfad angegeben. Das heißt, wir kommentieren wieder einen leeren Pfad. Und wenn ein leerer Pfad quasi angegeben ist, also einfach die Startseite, möchte ich jetzt einfach mal My Home View ausgeben. Name Home. Und jetzt sagt er, okay, My Home View existiert natürlich noch nicht. Damit My Home View jetzt funktioniert oder existiert, können wir jetzt unter Core rechtsklick New und dann Python File und dann Views erstellen. GitHub fragt uns wieder, fragt uns wieder, ob wir die Datei zu Git in unserer Versionierungskontrolle hinzufügen wollen. Wir sagen ja, wir wollen es hinzufügen, genauso eingeht wie den Rest. Das heißt, wir können hier mal bei Git Add klicken, genauso wie die manage.py Git und Add. Und als nächstes können wir jetzt hier unsere View definieren. Eine View ist in unserem Fall einfach nur eine Function. Es gibt generell zwei Wege, wie man Views erstellen kann. Einmal die Class-Based Views und einmal die Function Views. Jetzt für dieses Beispiel werde ich nur Function View verwenden, aber zukünftig werden wir eigentlich immer Class-Based Views verwenden. Und diese Funktion, damit es eine wirkliche Function ist, die in URLs verwendet werden kann, kriegt einen Parameter namens Request. Der Request ist quasi die Browser-Anfrage, die vom Browser in die urls.py geleitet wird. Also hier ist quasi die Übersetzung. Wir sind auf der Startseite, deshalb steht hier nichts im relativen Pfad des Servers. Dort wird es dann weitergeleitet in diese Funktion. Und diese Funktion gibt jetzt quasi einfach ein HTML-Template aus. Dazu nutzen wir die Funktion Render und die müssen wir erst importieren. Import Django .render. Ich überlege gerade, wie das heißt. Wir schauen einfach mal in dem alten Repository nach. Main Views. Die sind natürlich viel, genau. Hier sehen wir so ein Beispiel. Kopieren wir einfach mal ganz kurz. Das hier können wir erstmal noch rausnehmen, alles. Kontext auch. Sehen wir die Render-Funktion. Die müssen wir einmal importieren. Ich möchte, dass sie importiert wird und nicht erzeugt. Das heißt, wir gucken kurz, wo wir die herbekommen. From Django.shortcuts import render sozusagen. Sehr gut. Und als letztes können wir hier die Kontextvariable auch rausnehmen. Jetzt habe ich natürlich den Namen geändert, den Main View. Das können wir jetzt einfach mal in URLs noch einmal machen. Hier müssen wir auch die View erstmal importieren, deshalb findet er sie nicht. Schlägt mir aber schon vor, okay, von core.views. Also aus dieser Datei möchten wir die Funktion haben. Das heißt, hier funktioniert es. Und als nächstes, die Klammern hier müssen weg. Und als nächstes können wir dann hier sagen, okay, er returned die main HTML. Diese Datei gibt es natürlich jetzt noch nicht. Wir laden mal den Server neu und sehen, dass er uns erstmal keinen Fehler ausgibt. Er wird uns natürlich erst einen Fehler ausgeben, wenn wir jetzt hier die Seite neu laden. Dann sagt er, okay, das Template existiert nicht. Damit es jetzt existiert, gehen wir unter Core, New Directory, nennen dann unser Directory Templates. Jetzt innerhalb dieses Templates müssen wir nochmal ein Directory erstellen, namens Core. Und jetzt können wir hier unser HTML-File main.html hinzufügen. Ja, wir möchten das ebenfalls zu Git hinzufügen. Und hier können wir jetzt einfach sagen, eine Überschrift, irgendwie Header 2 Tag, hallo, das ist der Beginn des Projekts. Wenn wir jetzt hier unten einmal den Server neu starten wieder und hier einmal neu laden, sehen wir, dass es noch immer nicht funktioniert, weil wir in den Views wahrscheinlich hier vor erst die App einmal schreiben müssen. Genau, der Server sagt, das ist alles fein, laden wir hier nochmal neu. Und ihr seht, also das ist der Beginn des Projekts. Das heißt, nochmal zusammenfassend, wie ist der Weg? Wir geben hier eine Anfrage hinein. Die Anfrage landet bei urls.py. urls.py probiert dann den relativen Pfad der URL auf eine View zu matchen.
In unserem Fall ist das die Main View und die Main View kriegt dann den Request des Browsers. Hier können wir machen, was wir wollen. Also hier können wir ganze Codezeilen, hunderte Millionen von Codezeilen schreiben. Wichtig ist nur, dass wir dann etwas zurückgeben und wir geben etwas zurück, und zwar den Request und die HTML-Datei, die wir zurückgeben wollen. Und die HTML-Datei an sich können wir natürlich wieder so gestalten, wie wir wollen. Das heißt, dieser Weg funktioniert schon mal. Das belassen wir jetzt erstmal dabei mit dem HTML-Stuff. Und ich will nämlich noch einmal erstmal zu den Daten kommen, damit ihr seht, mit welchen Daten wir arbeiten. Dazu erstellen wir direkt nochmal eine weitere App. Die App heißt Data. Ich überlege gerade, wo hier der Befehl ist, um Data zu starten, beziehungsweise die App. Genau, hier ist der Befehl Python Manage Start App. Können wir mal ausführen. Name Data. Jetzt seht ihr, dass hier wieder eine neue App hinzugefügt wurde. Wir gehen direkt rechtsklick auf Git und fügen erstmal wieder alles hinzu. Und als nächstes wollen wir hier bei den Data einen Ordner machen namens Management. Unter Management wollen wir einen Ordner namens Commands machen. Und wichtig, ihr seht in all diesen Ordnern immer so eine Unterstrich, Unterstrich, Init, Unterstrich, Unterstrich Datei. Diese Datei muss in alle Ordner hinein, von denen ihr wollt, dass Django sie sich anschaut oder dort dann halt Dateien findet und raussucht. Das heißt, wir müssen einfach diese Init-Dateien auch einmal unter Management hinzufügen und einmal unter Commands. Die sind auch einfach leere Dateien. Das ist einfach nur dazu da, um zu kennzeichnen, sozusagen, dass diese Ordner wichtig sind. Dann können wir hier unter Commands jetzt unseren neuen Command festlegen, eine Python-Datei. Und wichtig, der Name dieses Files ist quasi der Name, den wir hier unten nach manage.py zum Aufrufen der Funktion verwenden können. Das heißt, hier würde ich jetzt sowas sagen wie load data. Beziehungsweise damit wir in der Naming Convention bleiben, Startup ist ja auch zusammen, schreiben wir es auch einfach mal zusammen, load data. Wieder hinzufügen einmal. Jetzt haben wir zuerst natürlich einfach ein leeres Python-File. Wir gehen nochmal ganz kurz hier in das alte Repository, schauen uns hier die Management-Struktur an. Und hier ist so ein Beispiel-Task, beziehungsweise ein Beispiel-Command. Den kopieren wir erst einfach einmal hinein. Können das hier löschen, genauso wie die Modelle. Das heißt, was passiert hier? Es gibt schon vorgefertigte Commands. Wie können wir sie alle herausfinden? Das macht man unter Python Manage Help. Ja, mit Python Manage Help seht ihr sozusagen, welche App, zum Beispiel diese App Static Files, hat diese drei Commands: Collect Static, Find Static, Run Server. Und hier seht ihr alle möglichen Commands, die ihr ausführen könnt. Und wir wollen jetzt hier quasi einen Command selbst schreiben und ausführen können. Deshalb, oder wie macht man das? Wir erstellen einfach eine Klasse namens Command oder MyCommand oder wie auch immer. Der Name hier ist relativ irrelevant. Wichtig ist, dass die Klasse dann von Base Command erbt. Hier könnt ihr dann einen Hilfstext eingeben, der beschreibt, was dieses Command macht. Ich gebe mal ein Loads Bike Theft Data from Urban Police. Genau, soll so passen. Dann gibt es diese Funktion defHandle. Und in defHandle können wir jetzt quasi beschreiben, was passieren soll. Und ich mache das immer relativ gerne, dass ich jetzt hier quasi einfach nur eine Klasse aufrufe, die dann das macht, was und ihr könnt hier dann quasi rein euren Code reinschreiben, was passieren soll, wenn ihr diesen Command ladet. In unserem Fall, dadurch, dass es ja ein altes Repository schon gibt, kann ich hier auch einfach einmal kopieren. Das sollte hier in, lasst mich kurz überlegen, Main liegen und dann unter Tasks. Hier habe ich das nochmal ein bisschen aufgeteilt, was aber nicht unbedingt notwendig ist. Hier ist quasi der eigentliche Tasks, um die Daten zu holen, GetData-Funktion. Das heißt, das hier übernehmen wir einfach einmal alles. Bis nach hier unten, die Twitter-Sachen und den Twitter-Bot schauen wir uns später im Projekt wieder an. Ich möchte auf jeden Fall wieder quasi, dass der Server oder dass die Web-App automatisch dann die Resultate über den Diebstahl von Fahrrädern tweetet. Das werden wir uns aber dann zu einem späteren Zeitpunkt anschauen. Ich copy und paste das jetzt hier quasi einmal rein. Und ihr seht hier dann einige Fehler. Als erstes PD. PD ist immer eine Abkürzung für die Python-Bibliothek Pandas. Das heißt, wir müssen die einmal importieren. Import Pandas as PD.
Das as heißt einfach nur, anstatt dass ihr überall Pandas schreiben müsst, könnt ihr as und dann einen Namen geben, den ihr wollt. Und Pandas oder PD ist so eine typische Abkürzung für Pandas. Jetzt beschwert er sich allerdings noch, dass Pandas nicht installiert ist. Dazu gehen wir dann wieder runter in die Konsole, sagen pip install pandas, lassen dann einmal die Installation durchlaufen. Ihr seht nur, dass viele Nebenbibliotheken auch wieder installiert werden, damit pandas funktioniert. Sehr gut, jetzt ist es durch, sollte gleich aktualisiert sein und hier ist der Fehler weg. Gut, gehen wir mal den Code Zeile für Zeile durch. Als erstes legen wir die URL fest. Die URL ist diese URL www.internetwache-polizei etc. Woher habe ich diese URL? Auf der Seite Berlin oder auf dem Open Data Portal Berlin seht ihr hier unter diesem Link. Packe ich auch nochmal in die YouTube Videobeschreibung. Seht ihr quasi erstmal, okay, wer veröffentlicht diese Daten? Welche Diskussion gab es schon zu den Daten von Nutzern? Und wie kommen wir wirklich zu den Daten? Und wenn ihr hier zur Ressource klickt, dann seht ihr gerade unten links auf meinem Bildschirm den Pfad der CSV-Datei. Da können wir einfach mal raufklicken und uns die CSV-Datei angucken, die wir uns aussuchen. Wir warten kurz, bis Numbers geladen hat. Bisschen Inception hier gerade mit der Video-Recording, aber das passt schon. Und ihr seht, dass das hier quasi Daten sind, die wir laden wollen. Wir haben einerseits relativ viele Daten. Also ich weiß nicht, wie viel, wir können ja dann später mal durchziehen, wenn wir sie gedownloadet haben, aber quasi die ersten Daten sind vom 01.01.22. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Ich glaube, sie machen quasi immer nur das letzte Jahr, weil schon vor 22 habe ich Daten dort laden können, aber fürs erste reicht es. Und ihr seht halt, welche Spalten sozusagen ausgegeben werden. Angelegt am ist dann, wenn sozusagen die Anzeige erstellt wird oder der Sachverhalt in das Computersystem gepackt wird. Und dann gibt es sowas wie Tatzeige Anfang Datum, Tatzeige Anfang Stunde, also wann ist ungefähr der Beginn der Tatzeige gewesen, genauso wie Ende. Und dann gibt es LOR. LOR ist ein relativ kompliziertes Konzept, um zu beschreiben, in welchem Polizeiabschnitt, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht, der Diebstahl stattfand. Das ist dann später für die Visualisierung auf der Karte wichtig. Da haben wir noch Schadenshöhe in Euro, wir haben den Versuch, die Art des Fahrrads, den Delikt und den Erfassungsgrund. Das heißt, diese Daten wollen wir downloaden und in unsere Datenbank speichern. Damit das alles automatisiert funktioniert, gibt es jetzt hier, wie gesagt, einfach die URL. Dann gibt es die sehr nette Funktion pd.read.csv. Und die könnt ihr, oder ihr müsst hier nicht mal eine richtige CSV-Datei eingeben, sondern es reicht auch eine URL. Und Pandas downloadet euch dann die CSV-Datei automatisch selbst. Und dann habt ihr hier diese CSV-Datei. Und damit wir den Code ein bisschen besser verstehen, kann ich jetzt hier mal ausgeben csv.head. Head sagt einfach nur, gib mir die ersten 5 oder 10. Ich bin mir gerade unsicher, was der Standardwert ist. Geben wir hier einmal 5 ein, dann werden uns die ersten 5 Zeilen der Daten angezeigt. Wenn wir jetzt also auf Python Manage und dann diesen Namen hier eingeben, Load Data, gibt es noch einen Fehler. Und ich überlege gerade, wieso. Ich glaube, es liegt daran, dass wir unsere App noch nicht registriert haben. Mit registrieren meine ich, dass wir wieder zurück in Course müssen, in unsere Settings und dann hier bei Installed Apps unsere selbstgeschriebene oder neu erschaffene App Data eingeben müssen. Können wir jetzt einmal probieren und ihr seht, dass wir einen neuen Fehler bekommen. Das heißt, er findet auf jeden Fall die Datei. Jetzt ist das Problem, dass wir ein SSL-Zertifikat brauchen, um die Dateien zu downloaden. Das heißt, wir können als nächstes mal probieren, die Dateien zu downloaden, ohne quasi die Verschlüsselung in der Datenübertragung, also ohne das S neu laden. Und es gibt noch mal einen Fehler. Gut, der sagt mir erstmal nichts. Ich werde mal kurz ein bisschen stöbern, woran das liegen könnte, und dann melde ich mich gleich wieder. Bis dann. Alles klar, es gibt einen kleinen Planwechsel. Die Lösung für den Fehler ist eigentlich pip install certify, also noch eine Bibliothek installieren und dann einmal so ein Zertifikat erstellen, ein SSL-Zertifikat, um dann halt auch Sachen downloaden zu können. Das umgeben wir jetzt aber, weil ich gerade auf einem anderen Nutzer bin und ich Root-Rechte brauche, etc. pp. Auf jeden Fall machen wir uns das relativ leicht. Wir gehen mal hier ganz kurz aus dem Fullscreen-Modus, gehen auf Downloads und schieben uns unsere CSV-Datei einfach mal hier hinein in unser Projektverzeichnis. Nein, wir gehen hier auf Cancel, wir wollen nämlich nicht die CSV-Datei hochladen, aber jetzt liegt sie sozusagen hier und anstatt diesen Befehl zu auszuführen und über die URL das zu downloaden, belassen wir es erstmal dabei, dass wir
die lokale Datei einmal einlesen wollen. Gut, dann lasst mich das einmal ausführen. Python Manage Load Data. Sehr gut, funktioniert. Das heißt, da es jetzt funktioniert, können wir uns auf den weiteren Code stürzen. Falls ihr noch nie mit Pandas gearbeitet habt, kurze Introduction. Pandas.read.csv gibt uns ein Objekt von der Klasse DataFrame. Und DataFrame ist, wie ihr hier seht, so eine Art In-Memory-Excel-Tabelle. Das heißt, wir haben hier unsere Indizes, aber die Anzahl der Zeilen und hier oben unsere Spalten. Und die Spalten sind halt genau die Spalten, die ihr auch in der CSV-Datei kennt. Um auf eine Spalte zuzugreifen, könnt ihr hier diese Indexschreibweise verwenden. Und genau, was passiert dann hier? Hier sagen wir überschreiben die komplette Spalte angelegt am mit der Spalte angelegt am, aber wir führen eine anonyme Funktion auf dieser Spalte aus. Was bedeutet das? Wir wollen quasi einfach jeden Eintrag in dieser Spalte umändern. Warum machen wir das? Wir wollen das deutsche Datenformat, also 17.01.2023, wie hier unten, in das amerikanische Datenformat bringen, einfach weil dann das Datenbankmodell mit dem amerikanischen Datenformat nur klarkommt. Das heißt, wir haben hier eine Funktion geschrieben, Lambda X. Das heißt einfach nur, ja, ich will jetzt gar nicht so genau in die Python-Details reingehen, aber Lambda X bedeutet einfach, okay, wir haben unseren Input X und X ist in unserem Fall ein Eintrag der Spalte. Und was passiert dann mit diesem X, steht hinter dem Doppelpunkt. Und zwar, wir packen also im Großen und Ganzen brauchen wir hier einen neuen String. Und woraus besteht der String? Der erste Part ist der alte String, also x von minus 4 bis zum Ende. So lässt sich das lesen. Also links vom Doppelpunkt ist der Start und rechts vom Doppelpunkt ist das Ende. Beziehungsweise wenn nichts steht, heißt es bis zum Ende. Das heißt, die letzten vier, wir können ja nochmal nachzählen: 1, 2, 3, 4. Das ist hier genau die Jahreszahl. Die schreiben wir jetzt quasi nach vorne. Plus ein Bindestrich plus minus 7 bis 5. Minus 7 abzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis 5. 1, 2, 3, 4, 5 ist der Punkt. Wichtig zu wissen, dass bei der Schreibweise der rechte Index nicht mehr inklusive ist, sondern schon exkludiert ist. Das heißt, hier nehmen wir uns genau den Monat und dann am Ende den Tag. Also haben wir am Ende dann das amerikanische Datumsformat Jahr, Monat, Tag. Das können wir auch einfach mal ausprobieren, wenn wir uns nach der Konvertierung nochmal unser Data Frame ausgeben. Return. Und einmal ausführen, dann sollte die Konvertierung klappen. Genau, und ihr seht, dass aus dem 17.01.2023 der 23.2023 minus 1 minus 17 sozusagen wird. Und genau diese Konvertierung machen wir auch bei Tatzeitanfangdatum und Tatzeitenddatum. Also alle drei Datumsdateien, sorry, alle drei Datumsspalten haben wir somit schon konvertiert. Jetzt natürlich nicht schön, dass wir hier dreimal die gleiche Funktion haben, weshalb wir uns hier vorne die Funktion einfach in eine Variable abspeichern können. Also kopiere ich das einmal, dann kann ich hier einfach nur die Funktion f hinein, apply die Funktion f und apply die Funktion f. Gucken, ob nochmal alles funktioniert. Ja, funktioniert auch, wie wir sollen. Genau, ist generell mal besser Code-Style, wenn wir so wenig doppelt schreiben, wie es nur geht. Das heißt, dass wir unseren vorherigen Code so oft reproduzieren und so oft verwenden wollen, wie es geht. Und letzte Sache ist natürlich das Naming. F ist nicht sehr aussagekräftig, deshalb sagen wir Convert Europe oder Convert to US Date. Jetzt sollte dann eben klar sein, was diese Funktion macht. Gut, der Rest der Spalten, da können wir relativ wenig konvertieren. Wir haben ein paar Spalten, die quasi Zahlenformate sind und ein paar Spalten, wo es zwar textuelle Einträge gibt, aber davon bestimmte, also Art des Fahrers, davon gibt es irgendwie nur fünf verschiedene Typen, sage ich jetzt mal, die die Polizei erfasst. Von daher ist es nicht komplett Freitext, aber halt Text. Und mit dem, wie wir mit dem arbeiten im Datenbankmodell, werden wir gleich dann sehen. Als nächstes nehmen wir erstmal unser Print-Statement hier wieder raus. Und schauen uns an, hier dieser Flag New Data, der kann weg. Den brauchen wir später wieder, wenn wir uns um die Twitter-Anbindung kümmern. Ansonsten iterieren wir hier quasi durch alle Zeilen durch. Und genau, holen uns dann den LOR. Der LOR, wenn wir uns hier nochmal in die Daten. Okay, ich habe die Daten gerade nicht mehr offen, genau hier. Wenn wir uns hier nochmal den LOR anzeigen lassen.
Gibt es das richtige Format? OpenTable. Genau. Wenn wir uns hier in NOI anzeigen lassen, dann seht ihr, das sind einfach diese Zahlen. Und die müssen immer Zeichen lang sein. Das überprüfen wir hiermit sozusagen, wenn wir wieder in unsere Load Data gehen. Wir fragen, ist unser LOR kleiner als 8? Wenn das der Fall ist, füllen wir den LOR-Wert einfach mit führenden Nullen. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwie eine Zahl haben, die nur 6 Zeichen lang ist, dann wird die Zahl mit führenden Nullen aufgestückt und würde dann so am Ende aussehen. Das ist auch einfach nur für die Datenbank, damit wir quasi genau wissen, okay, wie lang sind alle unsere LORs. Als nächstes stellen wir uns in der Temp-Variable einfach eine Kombination an Strings, eine Kombination aus angelegt am, Tatzeit Anfang Datum, Tatzeit Anfang Stunde, Tatzeit Ende Datum, Tatzeit Ende Stunde, Art des Fahrrads, der LOR steckt damit drin und das Delikt. Warum machen wir das alles? Das Problem ist, dass wenn wir die Daten von dieser Internetseite downloaden von der Berliner Polizei, sie immer alle Daten, wie ihr gesehen habt, zum Download zur Verfügung stellen. Das heißt, alle Daten vom 01.01.2022 bis halt zum letzten Update. Nun wollen wir ja aber nicht jedes Mal wieder neu jede Zeile in dieser CSV-Datei in unsere Datenbank packen, wenn sie bereits vorhanden ist. Deshalb müssen wir jetzt irgendwie herausfinden, ob diese Zeile schon unsere Datenbank ist oder nicht. Und wir könnten quasi einfach auf jede Spalte abprüfen. Gibt es schon einen Eintrag, der exakt die gleichen Werte hat auf jeder Spalte? Das ist aber relativ teuer. Deshalb mache ich das jetzt so, dass ich mir quasi einen Wert erstelle, der einfach, ne, die Informationen aus manchen Spalten zusammenfügt und den dann hier reinpacke und mit Hashlib einen Hashwert erstelle. Ein Hashwert ist einfach nur eine Zeichenkette, die quasi dann die Informationen hier umwandelt und dann haben wir einen einzigartigen Wert. Und dann fragen wir, okay, unser Datenbankobjekt soll Report heißen und dann fragen wir mit dieser Zeile report.objects.filter, ob der Primary Key gleich Hash ist, also leicht gesagt, ob es schon einen Report gibt mit dem Hash-Wert, den wir gerade erstellt haben. Das Interessante an Hash-Funktion ist nämlich, sobald sich im Input, also sobald sich hier eine Kleinigkeit ändert, ist der Hash-Wert an sich sehr, sehr, sehr verschieden. Das heißt, eine Kleinigkeit am Input kann eine große Wirkung am Output haben. Deshalb ist es relativ gut, hier einen Hash-Wert zu nehmen. Und gut, wenn es jetzt bereits existiert, dann Continue. Das heißt, wir skippen einfach die Schleife und gucken uns hier die nächste Zeile an. Wenn es den Wert allerdings noch nicht gibt, dann wollen wir so einen Report erstellen. Und dazu nehmen wir einfach hier diese Report-Klasse und erstellen und packen alle die Informationen aus unserem Data Frame oder aus unserer aktuellen Zeile in das Report-Objekt, genauso wie Today. Und Today ist einfach die Funktion, die den aktuellen Tag, die aktuellen Tag aufruft. Den müssen wir noch importieren, also mit Import Datetime. Na, wir machen mal from Daytime import Daytime. Today. Wie heißt das? Nur Time? Muss mal gucken. Oh, dann gucken wir uns das einfach nochmal an, wie das hier war. Im Import Daytime einfach nur. Im Repository Import Daytime soll ausreichen anscheinend. Machen wir mal. Sag nochmal, today gibt es nicht. Was gibt es hier eine andere? From DateUtils import today. Ach, okay. Gut, dann nehmen wir das einmal. Diese Zeile kopieren. Warum wollen wir es haben? Wir wollen einfach quasi wissen, wann das Objekt das allererste Mal in die Datenbank geschrieben wurde, auch einfach nur wegen statistischen Zwecken. Gut. Jetzt sind wir so weit, dass wir Tatsache innerhalb der wenigen Minuten eine Django-App gestartet haben, ein Django-Projekt gestartet haben, zwei Apps initialisiert haben, die Core-App und die Data-App und mit Hilfe der Custom-Commands von Django, die relativ mächtig sind. Ja, also hier könnt ihr auch, wie gesagt, alles Mögliche machen, was ihr wollt. Und diese Commands lassen sich später auf dem Server auch wunderbar automatisieren. Deshalb haben wir das quasi in so einem Command drin, damit wir den dann aus der Konsole aus aufrufen können. Genau, und das haben wir alles und jetzt haben wir schon fast alle unsere Daten, die wir brauchen. Und dann geht es danach eigentlich noch zur Visualisierung. Der letzte Step ist jetzt noch, die Daten wirklich in die Datenbank zu bekommen. Dazu nehmen wir jetzt diesen Report
dieses Report-Modell an. Und für diejenigen, die es schon kennen, Modelle oder Datenbankmodelle packt man in die models.py. Wir müssen jetzt das Modell nicht komplett selbst schreiben. Wir nehmen wieder das aus dem alten Repository, gehen in die models.py und kopieren uns einfach mal diesen langen Codeabschnitt. Kopieren es hier rein und ich erzähle jetzt euch einfach erstmal ganz kurz, was ist sich damit. Und ich erkläre euch jetzt einfach mal ganz kurz, was es damit auf sich hat. Wir fangen bei den einfachen Sachen an. Wir haben in unserer CSV hier unten gesehen, wir haben sowas wie angelegt an. Angelegt am korrespondiert bei mir im Datenbankfeld Created Day. Was ist das für ein Datentyp? Das ist ein Date Field, also ein Datum. Das heißt, wir können hier einfach models.dateField nehmen und dann passt das. Genauso wie Begin Date und Begin Hour. Begin Date ist Zeitanfang Datum und Begin Hour ist Tatzeit Anfang Stunde. Ja, die Stunden werden in Positive Small Integer Fields gepackt. Das heißt, es ist einfach nur ein Zahlenfeld. Genau das gleiche für End Day und End Hour. LOR ist ein Textfeld, beziehungsweise hier ein Char-Field mit der maximalen Länge von 8. Das haben wir gerade gesehen. In dem Custom-Command Load Data haben wir das ja selber auch so programmiertechnisch umgesetzt, dass es immer exakt 8 Zeichen sind. Als nächstes kommt Damage, das ist die Schadenshöhe. Ich würde das mal umbenennen in Damage Value. Ist, glaube ich, ein bisschen sprechender. Danach Try Bike, ob das ein Versuch war, das Bike zu stehlen oder nicht. Da gibt es einmal ja, nein und unbekannt in dem Datensatz. Ihr könnt euch die CSV-Datei nebenbei einfach mal aufmachen und durchgucken. Ich kenne ja den Datensatz schon, deshalb gibt es dort quasi ja, nein und unbekannt. Aber dadurch, dass ich jetzt nicht irgendwie Textfelder verschiedener Länge speichern möchte, also ja, nein und unbekannt, und ich weiß, dass es nur diese drei Möglichkeiten gibt, kann man jetzt bei Django ein Char-Field zu einer Art Auswahlfeld umfunktionieren. Das heißt, ihr seht hier, wir haben ein normales Char-Field, die maximale Länge ist jedoch 1, aber wir geben jetzt mögliche Auswahlmöglichkeiten an mit Choice, mit dem Choice-Parameter. Bei dem Choice-Parameter gibt es TryBike und TryBike ist jetzt einfach quasi ein Array, also eine Liste an Auswahlmöglichkeiten. Und eine Auswahlmöglichkeit ist immer ein Tupel, was aus zwei Elementen besteht, wobei das erste Element immer das Element ist, was in die Datenbank gespeichert wird. Deshalb muss das erste Element quasi dem Constraint hier unterliegen. Die maximale Länge darf 1 sein. Deshalb ist das erste Element auch nur 1 mit T, F und U für True, False oder Unbekannt oder Unknown. Und das zweite ist quasi der Text, der ausgegeben wird später auf die Webseite und mit dem man quasi arbeitet für die Nutzer. Das heißt, hier können auch lange Texte stehen oder halt dann einfach wirklich der Klartext, ja, nein, unbekannt. Das gleiche Konzept machen wir quasi auch für alle anderen Sachen. Also Type of Bike hatte ich ja auch schon gesagt, das Type of Bike ist an sich ein Freitextfeld ist oder ein Char-Field hier, aber es gibt nur eine bestimmte Anzahl und zwar unterscheidet die Berliner Polizei in Herrenfahrrad, Fahrrad, hier ist ein R zu viel, sehe ich gerade, ein normales Fahrrad, ein Damenfahrrad, Lastenrad, Kinderrad, Rennrad, Mountainbike oder diverse Fahrräder. Keine Ahnung, wieso sie das machen, aber der Datensatz gibt das sozusagen uns das her. Maximal Länge ist 2, deshalb haben wir hier in der Datenbank auch jeweils immer dann zwei Chars zum Kodieren. Als nächstes gibt es das Delikt, handelt es sich um einen Fahrraddiebstahl oder um einen Keller- und Bodeneinbruch. Ich habe es jetzt mal Reason genannt, das soll der Erfassungsgrund sein. Ich fiel keine bessere Übersetzung ein, gerne Vorschläge bringen. Da sehen wir, es gibt insgesamt vier verschiedene Erfassungsgründe. Den Hash-Value müssen wir natürlich speichern, den wir erstellt haben. Den können wir mal nach hier oben packen, einfach weil er auch der Primary Key ist. Das heißt, das ist der Index, der innerhalb der Datenbank verwendet wird. Und dieser Hash-Value muss einzigartig sein in unserer Datenbank, also genauso wie wir es haben wollen. Wir wollen jeden Diebstahl wirklich nur einmal erfassen in unserer Datenbank. Und als allerletztes gibt es noch Date Published. Und das ist unser Date-Field, was wir automatisch hinzufügen dann. Gut, das heißt, das ist unsere Datenbankstruktur. Und am Ende gibt es noch die Funktion Create. Und in der Funktion Create erstellen wir dann quasi genau das, was wir wollen. Wir packen hier alle unsere Parameter und unsere Informationen aus jeder Zeile der CSV-Datei rein. Mit der CLS-Funktion wird uns daraus quasi ein Datenbankobjekt erstellt. Und dieses geben wir zurück. Return Report. Hier gibt es jetzt keine Fehler mehr. Also die Fehler hier oben könnt ihr einfach ignorieren. Gehen wir mal wieder zu Load Data.
in den Command hinein. Jetzt gibt es ja noch das Problem, dass wir das importieren müssen, aber er erkennt, hey, wir haben jetzt so eine Klasse erstellt. Können wir einfach auf Import klicken. Wo befindet sich quasi die Report-Klasse? From data.models, also von der Data-App und dann in der models.py-Datei. Das heißt, das funktioniert. Wir können jetzt theoretisch einmal vorwärts laufen lassen, müssen wir unsere Datenbank erstmal noch sozusagen vorbereiten. Das heißt, wir haben jetzt eine Änderung in der Datenbank gemacht, um Änderungen immer quasi dann von der Python-Datei in die Datenbank zu bekommen, müssen wir mal zwei Befehle machen. Einmal Python Manage Make Migrations. Dann seht ihr, wird diese Datei erstellt unter Data Migrations 0001 Initial. Und hier seht ihr dann quasi, dass er eine Migration erstellt hat, die dann die Datenbank liest. Und hier ja, passiert oder hier wird automatisch uns sozusagen angegeben, was auf Datenbankebene passiert. Und zwar wird ein Modell kreiert mit diesem Namen, also es ist genau der Name unserer Klasse und diesen Feldern mit genau den Sachen, die wir hier bestimmt haben. Damit wir jetzt das ausführen, müssen wir einfach noch Python Manage Migrate machen. Jetzt seht ihr, dass hier sehr viel mehr Migrationen applied werden, also angewendet werden, als die eine Datei, die wir erstellt haben. Das liegt daran, dass dass Django von sich aus halt schon mit einigen Datenbank-Voreinstellungen und Migrationen kommt. Und wenn wir das allererste Mal Python Manage Migrate aufruft, dann werden diese auch gemacht. Na, wenn wir sie jetzt quasi nochmal aufrufen, dann seht ihr, dass alle applied wurden. Nicht nur aus unserer App Data, sondern auch aus der App Sessions, Content Types, Auth und Admin, was quasi Django-eigene Apps sind. Diese Initial-Datei, wichtig, nehmen wir auch direkt mit und laden wir später auf GitHub hoch. Und wenn wir jetzt den Server laufen lassen mit Python Manage Run Server, dann seht ihr auch, dass diese Warnung weg ist. Ja, diese 18 unapplied Migrations, die haben wir jetzt quasi applied, also angewendet in die Datenbank. Und immer wenn ihr quasi mit Make Migrations eine Migrationsdatei erstellt, aber sie noch nicht anwendet, kommt hier diese Warnung. Die Warnung konnten wir jetzt umgehen und der Server läuft. Das heißt, als nächstes können wir jetzt probieren, ob unsere Daten wirklich aus der CSV-Datei in die Datenbank kommen. Mit Load Data können wir mal ausführen und es gibt einen Fehler. Und zwar das ISO-Format ist anscheinend falsch. Das klingt sehr danach, als ob unser Datum einfach falsch ist. Also unser Datumsformat falsch ist. Wir können mal ganz kurz hier nochmal in Commands reingehen, Load Data. Und die Sachen hier auskommentieren und gucken, ob es vielleicht auch mit den deutschen Daten klappt. Wenn nicht, müssen wir dann gleich nochmal genauer reingucken. Genau, ungültiges Datumsformat, das haben wir eigentlich gemacht. Ja, Monat, Monat, minus Tag, Tag. Gut, das ist eigentlich genau das, was wir erzielen wollten. Dann ist die Frage, warum das da nicht funktioniert. Wir lassen das nochmal laufen. Gut, werde mal kurz googeln, wo der Fehler liegt und dann hören wir uns gleich wieder. Bis dann. Hi, also ich bin wieder zurück. War kurz auf einem anderen Nutzer auf dem Laptop, um auch noch das Problem mit dem Zertifikat zu regeln. Also, es funktioniert jetzt, dass wir direkt von der URL laden. Das heißt, diese Codezeile brauchen wir nicht und die CSV-Datei ebenfalls nicht. Was ihr dazu machen müsst, damit es funktioniert, falls ihr auch den Fehler habt, schreibe ich in die oder packe ich in die Videobeschreibung. Was habe ich noch gemacht? Ich habe hier hinten das Today rausgenommen, das brauchen wir nämlich nicht, also bei Hash ändert es. Und davor hatten wir das geschrieben, dass das Report Klammer auf war. Also so, das war falsch. Wir machen Report.create, denn wir wollen ja die Create-Methode aufrufen, die wir hier auch geschrieben haben. Das ist eine Class-Methode, so eine Art statische Methode, aber das ist jetzt nur irgendwie nebenbei. Hier packen wir alle unsere Sachen rein. Ich sehe gerade, Reason ist ja noch nicht drin, müssen wir gleich nochmal reinbringen. Und dann wird der Report erstellt. Warum lassen wir jetzt Today weg? Today lassen wir weg, weil Date Published ein Auto Now Add Feld ist. Das heißt, wird automatisch immer das Datum hinzugefügt, wenn auch immer ein Report erstellt wird. Dann schauen wir uns ganz kurz an, warum Reason nicht verwendet wird. Wie viele? Der Fassungsgrund ist der vorletzte. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Werte, die wir hier übergeben. Gehen wir in das Modell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Werte. Das heißt, wir haben hier hinten einfach vergessen, die Reason zu setzen. Wenn wir jetzt einmal wieder Python Manager dann Load Data ausführen,
dann sehen wir erstmal nicht viel. Wir sehen aber zumindest, dass es keinen Fehler gibt. Beziehungsweise jetzt gibt es einen Fehler. Und zwar Hash ist ein Unexpected Keyword Argument. Dann gucken wir uns mal an, woher das kommt. Wir haben hier ein Hash Value. Unexpected Keyword Argument. Ach, Hash Value heißt das und hier heißt es nur Hash. Also in Hash Value umbenennen. Noch einmal neu laden. Gut, es scheint zu funktionieren. Wir sehen es halt jetzt nicht. Das ist immer das Problem bei so Ladesachen, bei so Schleifen. Ich habe es mal interrupted, falls ihr fragt, wie es geht. Auf Mac Control C oder Steuerung C auf Windows-Laptops oder PCs. Damit wir so eine Art Ladefortschritt haben, machen wir mal hier ein I dahin. Iteros gibt uns nämlich einmal, hier seht ihr den Index zurück, als auch die Row, also die Datenzeile an sich. Wir können hier einfach mal dann immer Print I machen, um zu gucken, wie weit wir sind. Immer gut zu wissen, genau, und hier seht ihr, okay, wir sind schon bei 15.000 Einträgen, 16, 17, 18.000, so schnell geht das, 20.000. Also es scheint auf jeden Fall was zu passieren. Die Frage ist natürlich, ob unsere Abfrage hier klappt. Insgesamt sind es jetzt 23.060 Datensätze, die wir eingelesen haben. Die Frage ist natürlich, ob das hier funktioniert. Dazu können wir ja mal ganz kurz zählen, um das nochmal für euch zu verdeutlichen. Ja, already exist. Beziehungsweise wir benennen es um. Count ist gleich report.objects.all.count. Das heißt, es gibt insgesamt bisher gibt es so und so viele Einträge. Das heißt, hier müsste 23.060 rauskommen. Und wir können ja mal einfach new gleich 0 setzen. Und immer, wenn wir jetzt hier wirklich einen neuen hinzufügen, können wir plus 1 setzen und dann nach der Schleife nochmal ausgeben, new, wie viele neue haben wir erstellt. Wir können es noch einmal laufen lassen. Ja, dann haben wir hier witzigerweise 22.894. Warum gibt es einen Unterschied? Naja, davor haben wir ja i hochgezählt. Das heißt, wir haben uns jeden Datensatz einmal angeguckt. Bevor ich wieder auf Aufnahme geklickt habe, hatte ich schon mal das Skript einmal laufen, um zu testen. Das heißt, beim Laufen, beim Offline-Laufen sozusagen, wurden schon einige erstellt, die jetzt beim Laufen übersprungen wurden. Und ihr seht, auch jetzt erst wurden keine neuen erstellt. Das heißt, unsere Abfrage, ob bereits eins existiert, funktioniert auch. Das heißt, wenn wir das jetzt automatisieren würden und jeden Tag um 12 Uhr, 12:05 Uhr uns die Daten von der Polizei holen, iterieren wir zwar durch die ganze CSV-Datei, aber wir legen wirklich nur die neuen Sachen an. Das ist schon mal sehr gut. Das können wir hier rausnehmen, alles, das ganze Debugging. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, wo ist das jetzt hin? Und dazu können wir in unsere Projektstruktur sehen. Und ihr seht, hier gibt es jetzt diese Datei db.sqlite3. Die ist auch wieder so gelblich markiert, weil das wieder eine Datei ist, die wir nicht in GitHub haben wollen. Wenn wir darauf klicken, passiert nicht viel, außer dieses Dialogfenster. Was wir machen können, ist hier rechts diese Database-Tab öffnen, hier auf Plus klicken, Data Source. Und dann gucken wir uns hier SQLite an, kommen auch auf den gleichen Dialog, können einfach mal OK klicken und Guard klicken. Und jetzt gibt es hier eine Fehlermeldung, und zwar müssen wir noch einen Treiber installieren. Einfach mal raufklicken, bestätigen. Wird schon richtig sein, wenn uns das empfohlen wird. Dann können wir hier nochmal probieren, uns zu verbinden. Genau, jetzt sind wir sozusagen mit der Datei verbunden. Und jetzt sollten wir, wenn wir die Sachen refreshen, hier die Tabelle bekommen, Columns, schauen wir mal, wo unsere Daten sind. Ich glaube, es ist noch nicht die richtige Datei. Nein, hier verbinden wir uns mal nicht zu. Ich möchte mich hierauf verbinden. Tut mir leid für die Verwirrung. Das heißt, das hier können wir removen. Fangen wir nochmal neu an. Auf DBSQLite3 doppelt draufklicken. Dann kommt der Dialog. Einfach auf OK klicken. Und dann wird diese Datenbank hinzugefügt und ihr habt Zugriff drauf. Die können wir wegpacken. Jo. Und jetzt seht ihr hier unter Main, wenn wir nochmal aktualisieren, unsere Tables, also unsere Datenbanktabellen. Ihr seht, Django kommt schon mit sehr, sehr, sehr vielen. Das Einzige, was uns jetzt interessiert, ist diese Data-Report. Das Naming ist immer zuerst die App, dann die Klasse oder das Datenbankmodell. Wenn wir jetzt hier doppelklicken, dann sehen wir unsere Datenbank. Und da seht ihr wunderbar, okay, der Hash-Value, der auch als primärer Schlüssel hier verwendet wird, dann Create-Date, Begin-Date und halt die Daten aus der CSV-Datei. Wenn ihr jetzt Sachen ändern wollt, könnt ihr entweder hier direkt reingehen
Doppelklick 16 und dann ändern. Dann müsst ihr hier auch erstmal quasi auf Submit klicken. Jetzt ist es submitted. Wenn ihr alles löschen wollt, könnt ihr auch mit Command A oder Steuerung A alles markieren, auf dieses Minus klicken und dann löschen. Jetzt haben wir zum Beispiel 500 gelöscht, weil 500 auf dieser Seite waren. Das ist natürlich nicht so schön, uns dann immer hier durch den Dialog zu friemeln und durchzubasteln. Deshalb baue ich immer gerne noch schnell einen zweiten Command. Wir kopieren einfach mal Load Data Command in Command rein. Wir sagen Remove. Remove Data. Wir fügen diesen Command auch hinzu. Und wir löschen einfach mal alles bis hier unten. Und alles, was der Command macht, ist quasi die Daten zu löschen. Delete all data. Wie machen wir das? Wir rufen unsere Klasse auf, report.objects.all.delete. Gut, dann können wir sie direkt ausprobieren, das oder sie, also das neue Command. Python manage remove data. Lassen wir kurz einmal laufen, kann ein bisschen dauern, dass ja einige Datensätze sind. Wir sehen es durchgelaufen. Jetzt können wir nochmal gerne in die Datenbank gehen, einmal neu laden, Doppelklick auf Data Report und ihr seht 0 Rows. Ja, uns wird hier nichts angezeigt, es sind alle gelöscht. Wenn wir jetzt erneut Python Manage Load Data machen, werden uns dann wieder die knapp 23.000 Datenpunkte aus der aktuellen CSV-Datei der Berliner Polizei geladen. Lassen wir uns noch einmal durchlaufen, warten wir ganz kurz ab. Dann können wir hier mal die Datenbank neu laden und ihr seht, wunderbar, alle Daten sind wieder dort. Das heißt, wir haben quasi den ersten wichtigen Schritt schon gemacht. Wir haben und die Daten, die verfügbar sind, und in den nächsten Videos oder den nächsten, Und in den nächsten Videos schauen wir uns dann an, wie wir die Daten auch dann visualisieren können und machen ein bisschen mehr im HTML sozusagen, dass die Seite hier nicht mehr nur heißt, hallo, das ist der Beginn des Projekts, sondern dass wir es schön machen. Und dann auch die Daten visualisieren können. Aber wie gesagt, der wichtigste Part ist da. Nochmal zur Erklärung, wie ihr euch fragt, wie wird man das dann automatisieren? Auf dem Server gibt es dann sogenannte Cron-Jobs, die wir einstellen können. Das heißt, automatisch wird dann vom Linux-Betriebssystem der Befehl, den wir hier eingeben, also Python Manage Remove Data oder Python Manage Load Data, immer einmal pro Tag ausgeführt. Am besten immer so kurz nach 12, weil um kurz nach 12, beziehungsweise um genau 12, die Daten der Polizei aktualisiert werden. Gut, also bleibt uns am Ende nicht mehr viel zu tun. Nur noch das alles einmal hochladen in GitHub, das heißt hier auf Commit gehen. Hier seht ihr nochmal die ganzen Dateien, die wir angefasst haben, beziehungsweise die neu wurden. Hier sehen wir auch die unversionierten Dateien. Ihr seht da dieses Gitignore ist nicht da, diese XML-Files, das sind Files, die PyCharm erstellt hat. Die wollen wir halt nicht haben, aber all das. Und hier können wir mal sagen, Data Processing finished, zum Beispiel Commit und Push. Einmal pushen, 20 Files werden jetzt hochgeladen. Können wir hier nochmal auf unser GitHub Repository gehen, hier einmal neu laden. Und jetzt sehen wir hier, dass die App sozusagen fertig ist. Das heißt, entweder ihr habt jetzt die ganze Zeit mitgetippt, wenn es euch interessiert habt, oder ihr könnt einfach hier aufs Repository gehen, hier auf den Code gehen und dann mit Git clone, entweder über die HTTPS oder die SSH-Variante. Einfach das GitHub-Repository clone, auschecken sozusagen und ihr habt den Code bei euch. Oder ihr geht hier einfach rein, wenn euch bestimmte Sachen interessieren und kopiert hier direkt den Text. Gut, also dann war es das für heute und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns dann um die Visualisierung kümmern. Bis dann!